Hi Leute, wie versprochen gibt's einen neuen Part, in dem wir ja über Leihspieler reden werden. Also wir werden mal schauen, wie sich unsere Jungs, die wir verliehen haben, so entwickeln. Wer vielleicht ein Kandidat ist, um ihn zurückzuholen im Winter, weil er vielleicht nicht genug spielt oder weil er vielleicht so gut wurde, dass er bei uns in der Mannschaft eine Rolle spielen könnte. Und dann treffen wir noch auswärts auf Red Bull Salzburg in der Champions League, was sehr spannend wird, der Kampf um Platz 2 hinter Barca. Mal schauen. So. Das heißt, wir schauen jetzt mal zuerst auf die Leihspieler, weil es mich gerade so interessiert. Und ein paar sind's ja. Jetzt sagen, wir werden mal nach der Anzahl der Einsätze schauen. Also dieser Gabriel macht sich eigentlich sehr, sehr gut in Brasilien, aber wir brauchen den halt überhaupt nicht. Ich werde jetzt echt mal schauen, dass wir den jetzt dann wirklich abgeben können. Bieten wir einfach nochmal an. Dann sehen wir, Kevin Galison macht sich bei Aalen nicht so schlecht. 12 Einsätze in der dritten Liga. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Wir werden dann einfach mal schauen, wie es läuft. Wir sind links hinten aber sehr gut besetzt. Also könnte schwierig werden bei ihm. Oder für ihn. Ivan Vukovic nach Belgien verliehen, wo er sich auch ganz gut macht. Seine Entwicklung generell geht aber gerade ein bisschen nach unten. Dann haben wir Andrei Florescu. Super Talent. Bei Union 10 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage. Ja, wenn er da weiter so spielt, auch nicht schlecht. Dirk Propper, 19 Jahre, macht sich mit 3 Vorlagen bei Utrecht ganz in Ordnung. Agumé, 19 Jahre alt. Den könnte man, glaube ich, abgeben. Weil auch wenn er grundsätzlich ganz gut ist, aber ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Für die 8 ist er, da braucht er grundsätzlich auch ein paar defensive Fähigkeiten. Für den Stürmer ist er zu schwach vom Abschluss her. Den könnte man durchaus abgeben. Einfach mal an. Dann haben wir Kenji Kano. Der macht sich in der dritten Liga auch wieder sehr gut. 4 Tore, 3 Vorlagen. Da passt er aber, glaube ich, auch hin. Also wird für uns wahrscheinlich auch zu schwach sein, aber wir lassen ihn mal spielen. Christian Macoun, 21 Jahre alt. Ist ziemlich uninteressant, können wir auch abgeben. Ogdan Tiru, den konnten wir nicht verkaufen, haben wir nicht geschafft. Sein Vertrag läuft aus. Jetzt spielt er momentan immerhin bei Zwolle eine Rolle. Ha! Wortspiel. Immer nochmal anzubieten. Enzo Milho. Da bin ich gespannt. Bei Lyon 10 Einsätze, 3 Tore. Das heißt, er ist gar nicht so der Assistgeber, sondern er macht es lieber selbst. Sehr gut. Dann der Keeper Muric bei den Queen's Park Rangers. 10 Einsätze, 16 Gegentore. Ja. Werden wir einfach mal schauen. Tobias Knost, 21 Jahre alt, wird, glaube ich, zu schwach sein für uns. Ich möchte generell schauen, dass wir in Zukunft nicht mehr ganz so viele Spieler verliehen haben. Adeyemi, bei dem läuft es jetzt noch nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber 8 Einsätze, 2 Tore finde ich eigentlich auch in Ordnung. Dieses junge Alter. Ich hoffe, dass er dort gut zur Geltung kommt. Dann haben wir Lukas Lima nach Österreich verliehen. Der Schwede, 7 Einsätze, 7 Tore. Beziehungsweise 7 Starteinsätze, 2 von der Bank. Das ist schon eine sehr gute Quote. Ich weiß nicht, warum die Entwicklung da nach unten geht. Spielerisch macht er sich auf jeden Fall ganz gut. Miguel Baeza, Eintracht Braunschweig. Er ist halt schon 21. Und heißt, es ist noch immer nicht so alt, aber. Da werden wir zuwarten. Der hat uns gar nicht so wenig gekostet. 1,2 Millionen, okay. Stell da mal eine Transfersumme. Ja, den haben wir sogar schon nicht benötigt, eigentlich. Biet den mal an. Ivan Ilkic. Super Zielstrebigkeit, körperlich ist er stark, aber es sind viele Punkte, wo man sagt, es wird nichts werden. Prozentsatz des nächsten Verkaufs könnte man einstellen und dann versuchen wir auch ihn abzugeben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bringt, aber nachdem wir gerade auch für Ruben Semedo ein Angebot bekommen haben, können wir es probieren. Carlos Regadas hat sich bei uns ganz in Ordnung gezeigt, aber nicht wirklich weiterentwickelt. Das scheint jetzt aber zu funktionieren bei Willem Tvey. Dann haben wir Adis Hodžić, Rechtsverteidiger, 22 Jahre, den haben wir eigentlich nur verpflichtet, weil er sehr, sehr günstig war.
675.000. Jetzt ist er dort mal Stammspieler. Und da werden wir dann schauen, wie er sich im nächsten Jahr macht. Als Backup mit 22 Jahren ist das voll in Ordnung. Wer sehr stark ist, Ivan Michelotti. Aber links hinten ist die Konkurrenz halt jetzt auch noch mit einem Fabio unfassbar stark. Hoffen wir mal, dass er dort Stammspieler bleibt. Alexander Janjewicz. Mental und körperlich irrsinnig stark schon. Defensiv gut. Fällt mir eigentlich. Alexander Lukic. Fällt mir nicht wirklich. Aber ich glaube, das ist sinnlos. Den haben wir eh schon versucht abzugeben. Wir müssen einfach ohne Summe. Papadopoulos. Die haben eine, wenn nicht eine verbindliche Kaufoption. Also die zahlen immerhin 1 Million pro Jahr. Bin jetzt einfach nochmal anzubieten. Der Rati hat sich verletzt. Bis zu 6 Wochen, genau, das war ein Bandscheibenvorfall. Schade. Der Euroleague hat er sogar gespielt für Augsburg. Er hat auch in der Bundesliga sehr gute Leistungen gezeigt. Rodak bei Augsburg hat in der Bundesliga gespielt. Mal auch nochmal anbieten. Zoran Ibrix. Auf jeden Fall versuchen abzugeben. Daniel Antosch bei Duisburg macht sich jetzt in der zweiten Bundesliga gar nicht so schlecht. Können wir einfach mal belassen. Und Salo Oliveira spielt bei Alcorcón nicht so wirklich eine Rolle. 3-mal von Beginn weg, 3-mal von der Bank. Chirivella bei Sturm. Ich gebe jetzt einfach mal keine Summe an. Dann haben wir Dusan Filipovic bei Köln. Da würde ich mir auch wünschen, dass der öfter spielt. Was haben wir da ausgemacht? Rotationsspieler, naja. Ich kann da trotzdem versuchen, mit Paul Dardai zu reden. Passt. Haben wir mit ihm ausdiskutieren können. Er wird ihn jetzt öfter einsetzen. Schauen wir mal, ob er es wirklich tut oder ob er mich da einfach so anflunkert. Yoshida, guter Knipser, mental gut, körperlich ganz gut, weil er sehr schnell ist. Keine Ahnung, ob der wirklich eine Rolle spielen wird. Guardiol, sehr wenig Einsatzzeit. Eigentlich Stammspieler. Da werden wir auch gleich schimpfen. Bin gespannt, ob das wirklich was bringt. Ich kann es echt nicht sagen. Rollen. 7 Einsätze von der Bank weg. Ja. Bruno Braga. Bei Freiburg. Was haben wir mit denen ausgemacht? Stammspieler. Er kam 2-mal von der Bank. Das war nicht der Deal. Lieber Thorsten Fink. Gott. Interaktion. Ich kann mit ihm nicht reden. Okay. Er will nicht. Adil Tawi bei Union auch nur 2-mal von der Bank. Dem habe ich mir eigentlich echt was erwartet. Dann hat er in Österreich nicht so wirklich extrem gezündet, war vielleicht aber auch nicht so gefordert. Stationsspieler bei Union. Können wir auch kurz probieren. Bin so blöd. So, Union. Ivica Vastic. Der versteht mich ja nicht mal. Passt. Dann haben wir noch Okunishi, 20-jähriger Nationalkeeper. 20 Länderspiele schon für Japan, also da sieht es echt schlecht aus für die Japaner. Und jetzt Manchester City, das ist so strange. Aber gut, schauen wir halt mal. Was ist da ausgemacht? Ergänzungsspieler. City ist U23. Die haben auch nur echt nur einen Keeper. Und Johannes Eggestein, was mich echt schockiert, keine einzige Partie bisher für Mainz. Ausgemacht war Rotationsspieler, also da muss ich echt sagen, das ist inakzeptabel.
Lieber Hannes Wolf. Okay, er stimmt zu, dass er gut genug ist, regelmäßig zu spielen. Das heißt, wir haben ihm jetzt sogar den Team Shoutout Stammspieler im Leihvertrag gegeben. Dass das funktioniert, wusste ich auch nicht. Okay, bin ich natürlich froh. Dann schauen wir, ob es auch wirklich was bringt. So, ich werde Walker Peters mitnehmen. Fabio spielt in der Youth League. Und wir versuchen jetzt gegen Salzburg auswärts was zu reißen. Aber Salzburg ist nicht nur im FM, sondern natürlich auch in echt, auch europaweit jetzt nicht so schlecht. Munyain, Wijnaldum, TT, Mendy. Also die haben schon heftig eingekauft. Burgstaller auf der Bank. Alter Schwede. Ach komm schon. Gut. Wagnermann, Flanke geblockt. Super Tackling von Arp McKenny, schade geblockt. 97% Ballbesitz, so kann es bleiben. Und gar keine Trikotnummer. Wijnaldum mit der ersten Chance. Die sollen von Anfang an gleich Leidenschaft zeigen. Aber die haben schon eine richtig gute Mannschaft. Haaland gleich mit der gelben. Kann sich von mir aus gern gleich noch eine abholen. Sehr gut gespielt, Douglas Santos. Ab. Der war nicht schlecht. Ordentlich strammer Schuss aufs lange Eck. Leider ein bisschen zu weit rechts platziert, aber kann sich schon sehen lassen. Leno mit den Fäustchen. Das so pervers, dass Wijnaldum dort ist. Kennedy mit dem Foul, keine gelbe. Noch keinen Blödsinn, McKenny. Kennedy macht dafür den Blödsinn. Los Santos klärt nicht gut, aber Lucas Silva passt auf. Du hast so viel Platz, Kennedy. Würde gerade mit der tollen Flanke und ab. Was für ein Tor. Beides wirklich stark. Der Abschluss und die Vorlage. Kennedy mit der Übersicht. Dieses Mal spielt er den Ball ganz gut. Dann haben wir Martin Ødegaard. Der kommt hier eigentlich in den Zweikampf. Aber der Gegenspieler kommt nicht nah genug ran und ab. Mit dem sensationellen Abschluss. Sehr gut. Damit klettern wir auf Platz 2, also Salzburg überholt.
Aber die bleiben gefährlich. Schauen wir mal, ob es uns heute wieder nicht gelingt, mehr als ein Tor zu erzielen. Kehrer macht keinen Scheiß. Super ruhig von Leno. Kennedy, jetzt hat Douglas Santos ein bisschen Platz. Kennedy zieht aber eher nach innen ab. Boah, der war mit den Fingerspitzen noch dran. Glanztat, den muss er natürlich machen. Wasser führt gegen Krasnodar, das ist eigentlich auch grundsätzlich gut. Also mir wäre recht, wenn Krasnodar einfach weit hinten bleibt, dass wir auf jeden Fall international weiterspielen, auch wenn es dann theoretisch nur die Euroleague wäre, aber Ziel ist natürlich, klar, in der Champions League zu bleiben. Da braucht man nicht tief stapeln hier. Schwach von Wagnermann, aber Pereira fightet. Gefällt mir. Wagnermann mit dem Superpass in die Tiefe ab, ist schon wieder durch und jetzt macht das 2-0. Sehr schön. Ganz starker Pass in die Tiefe. Und ab. Mit sensationellem Abschluss. Schön. Endlich mal mehr als ein Tor. Dadurch bin ich auch ein bisschen beruhigter. Gut. Gefällt mir super weiter so, Jungs. Sehen wir wenigstens die anderen Spielstände. Bei Barca und Krasnodar hat sich noch nichts anders getan. Hannes Wolf und Burgstaller haben sie gebracht für Haaland und Obolai. Falls man den so ausspricht, keine Ahnung. So. Zentrale Mittelfeld ist heute ein bisschen schwach von den Noten her bei uns. Gelöst. Aber das war sinnlos wieder von Douglas Santos. Der Ballverlust hier. Ich stelle jetzt McKenny auf Ball erobern um. Der ist mir da gerade ein bisschen zu passiv in diesen Situationen gewesen. Und ja, ihn. Burgstaller, aber Leno. Gemütliche Flugparade von Leno. Aber wir müssen aufpassen. Wieder Burgstaller. Den kriegen wir nicht in den Griff. So, McKenny Nummer 6,4, jetzt wieder 6,5. Ich bringe trotzdem McDominay für ihn. Frischer Mann, der auch für die Standards mit seinen 1,94 natürlich ganz wichtig sein kann. So, ein bisschen Zeitspiel kann man schon so nebenbei anfangen. Dann würde ich sagen, bringen wir Moreno als Flügelspieler. Und weil er sich's verdient hat, bringe ich heute mal Walker Peters. Durch seine Geduld hat er sich's verdient.
Wagnermann hat mit einer sensationellen Leistung 8,3. So. Und der Laufen nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Wir verzögern. Das Zeitspiel drehen wir noch ein bisschen weiter rauf. Nerven wir sie ein bisschen. Wasser nur mit 1-0. Vielleicht ist sogar irgendwann das Torverhältnis wichtig. Werden wir sehen. Walker Peters mit dem Foul. Burgstaller in die Mauer. Der Guido. Kehrer hat auch 7-5. Van Drongelingen 7-7. Die sind schon ein cooles Innenverteidiger-Duo. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Was war gerade bei Barca gegen Krasnodar? Da ist gerade ein Tor gefallen. Jetzt mal das 2-0 für Barca. Übergespielt, meine Freunde. Dann schauen wir gleich auf die Tabelle. In Wien-Wiesbaden können wir dann wieder ein bisschen rotieren. D geschrieben, los Glück. Ja, zum Glück ist wirklich so. 1-1, die haben in der 91. noch den Ausgleich geschossen. Das ist für uns, ja, ich meine, theoretisch ist es sogar möglich, dass Barca da ausscheidet aus der Gruppe. Ob Grasner da jetzt einen Punkt hat oder nicht, sollte uns normalerweise egal sein. Also, es sieht eh nicht schlecht aus. Schauen wir einfach von Spiel zu Spiel. Zu Hause wollen wir gegen Salzburg natürlich auch gewinnen. Ja, Real Madrid hat Interesse, aber ihr habt gemeint, in seinem Profil steht, dass er kein Interesse hat, den Verein zu wechseln. Abs erste Wahl für einen Wechsel wäre Borussia Dortmund, okay. Interessant. So. Kann man generell sagen, ist glücklich, dass er beim Verein ist. Also ich glaube, der hat generell nicht unbedingt, wie ihr geschrieben habt, auch in den Kommentaren, den Wunsch zu wechseln, den können wir durchaus bei uns behalten, ohne dass wir uns da Sorgen machen müssen. Ich überlege gerade, ob ich dem sein Debüt gebe im Pokal. Ich glaube, das werden wir dann fast machen. Zwar jetzt mit Pollersberg nicht begeistert sein, aber wenn das so ein Megatalent ist, dann sollte der auch mal sein Debüt feiern. So, jetzt haben wir die Partie gegen Hoffenheim. Die werden wir auf jeden Fall ernst nehmen. Mit dem bestmöglichen Personal spielen. Keine Angebote für 12 Spieler, das war eh zu erwarten. Ødegaard, Entwicklung angeblich positiv. Wie macht das sich jetzt bei uns, wenn man sich's anschaut? Kein Tor und kein Assist in der Bundesliga. Ein Tor und ein Assist in der Champions League. Ja. Den soll man nochmal zum Scouten hinschicken, Kabak. Aber wir sind jetzt mit Kehrer eigentlich ganz gut besetzt. Dem soll man einen Vollzeitvertrag anbieten. Ja, kann der Sportdirektor machen von mir aus. Matsui gilt als Eigengewächs, da gelten jetzt einige als Eigengewächs. Sehr schön. Und wir sehen, die kommen mit einem 4-1-4-1-System. Tabellen 17 dann nur Hoffenheim. Okay. Wundert mich. So, wen machen wir verfügbar für die U19, die eigentlich immer das passt. Fabio kann von mir aus da auch bei der U19 spielen, weil er spielt dann am Mittwoch gegen Wien Wiesbaden. Da braucht er eh noch ein bisschen Spielpraxis. So. Dominik Dahms Entwicklung. Ich glaube auch, dass sich der nicht so schlecht macht. Ah, den könnten wir auch loben. So, Rückkehr ins Volksparkstadion für Wang. Semedo könnte man kritisieren, mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt mal Ødegaard für ein Training loben. Und wen haben wir noch gehabt? Ab. Ich lobe den wegen am letzten Spiel.
Mag der mich eigentlich? Favorisiertes Personal. Sehr schön. Lieblingsvereine, HSV-Fan. Gefällt mir. Langzeitplan ist zwar noch immer, dass er gern für die Bayern spielen möchte, aber gut, jeder Mensch hat Fehler. Ist halt so. Wenn man, glaube ich, noch, geht sich eigentlich noch aus, die Aufstellung noch planen. Würde ich mal sagen. Harry Kane ist ein Idol. Könnte man ja holen. 4-4-2. Kane und Ab. Da lädt er gerade ordentlich. So. Das heißt Selke und Rogerio. Rogerio, 35% Spielpraxis, der ist halt jetzt aber echt noch komplett fertig auch. So, Ares sollte man auch mal wieder spielen lassen. Hat in dem Jahr noch nicht viel gespielt. Werden wir zur Leihe anbieten. So. Wie spielen wir? Wie habt ihr Lust zu spielen? Könnt mal Moreno statt Kennedy spielen lassen, weil Kennedy jetzt eh nicht so überzeugend ist. Und mit 91% ist er jetzt nicht ganz so hundertprozentig komplett fit. McDominay Box to Box. Von mir aus, naja, Katic wird nächste Woche spielen. Selke wird nächste Woche auch spielen. Gut. Ich glaube, das passt so, wie es ist. Ich glaube, so werden wir es angehen. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten für den Moment. Nächster Part dann das Duell mit Hoffenheim. Und wir haben dann auch noch das Match gegen Wien Wiesbaden im DFB-Pokal, wo wir ein bisschen rotieren werden. Das heißt, da werden wir mal eine andere Mannschaft zeigen und spielen lassen. Bin gespannt, wie die sich so machen. Ja, sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao. Klickt. Bald.